Ja, servus, hallo zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Wo soll ich anfangen? Wir haben heute. Heute geht es nicht um mein Auto, sondern um Kollege sein Auto, der mich gefragt hat, ob ich ihm helfen kann, weil dort richtig, wie sagt man, die Scheiße drin hängt. Ich muss gucken, wie ich das formuliere, weil das Auto ist sehr bekannt, aber wer mich kennt, weiß, ich nehme auch kein Blatt vor den Mund, wenn Scheiße gebaut ist. So, also, wenn ihr Bock habt, bleibt da dran und dann erkläre ich euch das. Es geht halt um deine CA Skoda. Wer mich ja bei Instagram und Facebook verfolgt, hat ja das Bild letzte Woche gesehen mit dem späten Besuch in der Sudküche. Ich blende es mal ganz kurz in. Ist ein Kollege von mir, der ist gekommen und hat gesagt: Du, pass auf, das hat sich alles so ein bisschen über längerer Zeitraum ergibt. Und hat gesagt: Du, pass auf, hast du mehr Zeit, nur dem Auto zu gucken, weil da fällt alles aus, alles wackelt, nichts ist richtig und ja, genau. Bleib mal einfach mal auf dem Punkt stehen, nichts ist richtig. Es geht um deine CA Skoda, der ist umgebaut, also es ist eine Serie war es, 2 Liter 8-Ventiler. Was innen drin ist, ist Fahrwerkfälsche, Haubeverlängerung und so weiter, Auspuff nicht und das 6CV, der innen gebaut ist. Ist auch nicht innen drin. Warum der jetzt die letzten Jahre so oft den Besitzer gewechselt hat und nie in Getravo ist, weiß ich nicht. Wer eine Gefahr hat, weiß ich nicht, ob alles so, wie soll ich denn sagen, ob der gut gefahrbar ist. Also, wie soll ich denn sagen, gut gefahr, ob der einmal normal gefahrbar ist oder länger gefahrbar ist, weil die erste Probefahrt, wo der Markus gemacht hat, ist er gekommen und hat gesagt, das ging gar nicht, hat dann müssen die Räder auswuchteln lassen, also die waren total unwuchtig, du konntest gar nicht fahren, weil alles vibriert hat. Das ist jetzt weg. Dadurch, dass es alles vibriert hat, sind natürlich jetzt alle Gelenke, alles kaputt, was für den TÜV gemacht werden muss. Und da er ja die Möglichkeit nicht hat, hat er mich um Hilfe gefragt. So, und dann kommt noch ein riese Ding. Ich weiß es nicht, also mir gefällt es nicht. E30 ist ein geiles Auto. Das E30 Armaturenbrett im E30 ist arg geil. Aber E30 Armaturenbrett im CA Skoda Innenbau. Wie soll ich denn das jetzt gut formulieren? Jetzt ohne jemand zu nahe zu treten, wo ich nicht weiß, wer es war, aber wenn ich schon mache, dann mache ich es doch richtig, dass es gescheit drin ist und nicht einfach irgendwie rin und alles, was irgendwie stört oder Spaltmaß oder Schlitz da ist, einfach mit Karosserietleber zuschmiere. Und das noch nicht im Moschee. Keine Ahnung. Die Heizung funktioniert gar nicht. Heizungsschläuche sind auch gar nicht angeschlossen. Kabellein wahllos unter dem Armaturenbrett rum. Das Armaturenbrett ist auch nicht fest. Wenn man im Auto drin sitzt, kann man den Tacho gar nicht sehen, weil das alles so nur unten hängt. Weiß nicht, ob da jemand beim Fahren ständig eine Bierflasche unten in der Mittelkonsole festgeklemmt hat, dass das alles weiter oben hängt. Keine Ahnung. Also für mich, das Ding nimmt zimmert irgendwie. Hauptsache es ist drin. Wenn es steht, sieht es gut aus. Wenn du fahrst, hast du gar keinen Bock mehr drauf. Auf jeden Fall hatte Markus mich gefragt und ich habe mit ihm gesprochen. Beziehungsweise er ist auf mich zugekommen und hat gesagt: Du, pass auf, wenn du mir ja hilfst, kann ich ja ein Video dazu machen, weil man ja viele Dinge an dem Ascona angeht. Das heißt, wir tun das 6CV intra so. Mir tun gucke, was für Auspuff drunter ist. Der muss noch innen getragen werden. Der Rest ist innen getragen. Ich muss natürlich die Bremse alles nur gucke, ob das alles überhaupt so zum 6CV passt. Wenn das verbaut ist, so weiß ich gar nicht, was drin ist oder sonst irgendwas. Zuallererst jetzt. Das Zündschloss ist kaputt. Also, wenn der Motor läuft, kann man einfach Schlüssel abziehen. Warum, wieso, weiß ich nicht. Muss ich gucken.
Wolltest Zündschloss ausbauen? Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres, wenn irgendwas im Auto ingebaut wo ist, mit irgendwelchen Spacksschrauben, die abgeflext wo sind, für zusammen zu machen oder sonst irgendwas, weil man die Originalschraube nicht hat. Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und behaupte, dass man alle Schrauben, die zum Armaturenbrett gehören, egal von welchem Auto, wenn man Bock drauf hat und sich hinten dran klemmt, dass man die kriegt. Egal woher. So. Und ja, da, also wenn wirklich von drei Schrauben vier verschiedene drin sind, da habe ich keinen Bock drauf. Ich war am Überlegen, ob ich Video mache oder nicht. Aber um einen guten Ansatz zu finden, da ich ja eh aus drei Dans und ja weiß, dass ich ganz viele mit meinem Denken, mit meiner Art und so weiter auf der Magisch la, habe ich gedacht, wie was? Genau das machst du jetzt. Jetzt machst du ein Video dort davon und zeigst du mir deine ganze Leid, was für tolle Autos irgendwo auf dem Treffen stehen, die saugeil lackiert sind, die super aussehen, aber null funktionieren, weil sie einfach nur zusammengepusht sind. Es tut mir leid, wenn ich es so beschreiben muss, aber ich zeige euch das. Das ist unter aller Sau. Also, ich kann es nicht verstehen. Das Auto ist richtig schön. Also, mir gefällt der auch saugut. Aber wie kann man das so zusammenpushen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Ich weiß nicht, wo das umgebaut worden ist oder sonst irgendwas. Es ist mir auch scheißegal. Aber es ist einfach nur ringepusht. Wirklich ringepusht. Ich habe schon viel schlechter Umbaute gesehen. Der toppt alles vom Armaturbrett. So. Was soll ich noch dazu sagen? Falls irgendeiner irgendwo was weiß, dass der Motor schon mal versucht wo ist, Insetra oder umgebaut wo ist oder sonst irgendwas, was von dem Auto. Ich habe schon Nachricht gekriegt, irgendjemand hätte eine Mauer geschrieben mit dem Motor und der TÜV hätte dann das nicht abnehmen wollen, weil, Punkt, 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 Punkt. Er guckte mal, ob er die Nachricht noch findet, dass ich einen Anhaltspunkt hätte. Jo, ich nehme Eis jetzt und mein Flasch Bier. Die brauche ich nämlich definitiv bei so einem Scheißdreck. Ne? Ich habe jetzt schon ein paar Sachen Haus. Das heißt, die Lenkradverkleidung und das Zündschloss ist Haus und das Handschuhfach ist Haus. Wobei jo, die absolut Krönung ist, das Handschuhfach war einfach nur mit dem Schloss fest. Wenn man das Handschuhfach aufmachen wollte, ist einfach rausgefallen. Einfach rausgefallen. Das war gar nicht fest. Das hat einfach nur mit dem Schloss drin gehungen. Und das ist kein Witz. Das ist echt kein Witz. Und ich gehe jetzt, nehme jetzt mal das Handy, gehe nunter und zeige euch mal, wie das Ganze aussieht im Auto und unterm Armaturbrett. Einfach nur mal, um, wie gesagt, das zu zeigen, wie die Autos, wo so richtig super top von außen sind, wie die zusammengepusht werden. Hauptsache, sie stehen irgendwo mit dem Superlack. So. Und sorry, wenn ich auf dem Lack rumreite. Ich darf mir's erlauben. Ich kann das. So, jetzt gehen wir mal runter. So, da ist ja schon das Auto. Wie die meisten ja wissen oder kennen. Oder sonst was. Die kennen es ja schon. Wenn man jetzt so guckt. Also, erstens mal, da muss man sich die Finger quetschen. Aber das ändere man noch. Sieht ja alles auf den ersten Blick. Wie soll ich denn sagen? Es ist schön gemacht. Ne? Es ist wirklich schön gemacht. Aber wenn es dann schon anfängt, der Kabelbaum hier mit Isolierband. Ich nehme an, das ist der Original-Kabelbaum mit Isolierband umwickelt und dann noch so scheiße, dass überall alles absteht und hier noch irgendwelche Farbdinger drumherum gemacht. Ich weiß nicht, warum er das nur stelleweise so macht und dann der Rest da vorne einfach mit Isolierband zumacht, da ohne hängen lässt. Verstehe ich nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Dann haben sie da offener Luftfilter ingebaut. Einfach nur mit dem Winkel. Dann kann man natürlich rausmachen. Ich muss. Da ist einfach. Das sieht aus wie ein KG-Rohr. Was natürlich auch nicht richtig fest war. Also, ich muss mal gucken, was man da drin machen kann als Luftfilterkasche, damit es original ist. Zum Glück der Motorkabelbaum ist noch original, nichts drauf gemacht. Ja, so sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Da kann ich jetzt nichts sagen. Nur weiß ich nicht, was mit dem Motor, mit dem Getriebe, alles drum und dran ist. Da fehlt die Schraube vom Hitzeblech, sehe ich gerade. Es sind mehrere Sachen. So, aber was ich euch zeigen will, ist, Moment, ich muss mal gucken, wo mein. Die habe ich aber vergessen. Ich mache mal kurz Pause. So, jetzt habe ich mal meine Taschenlampe geholt.
Ich meine, hinne, die Türgriffe, die Line ist wirklich Geschmackssache. Ich habe es früher auch gemacht. Mittlerweile mache ich es nicht mehr. Aber es ist sauber gemacht. Es sieht richtig gut aus. Ne? Also, das ist gut gemacht. Wirklich, da kann ich nichts sagen. Genauso die Sicke hier weggemacht. Das ist alles wirklich super gemacht. Also, der muss das Auto, bevor das lackiert wo ist, gemacht hat, muss ich echt sagen, saubere Arbeit. Allerdings. Dort drin. Das ist, warte mal mit Taschenlampe. Also wenn man drin hockt, man sieht der Tacho kaum. Dann die komische Boxer, die dort drin waren. Das sind die da, die einfach nur zum Großteil draufgepappt waren. Das Handschuhfach war wirklich nur da mit dem Schloss fest. Hier waren drei verschiedene Spackschrauben drin für die Lenkradverkleidung. Und Dorsina, ja, ist auch wieder eine Spackschraube einfach nennen, um das ganze Zeug zu halten. Da war einfach nur mit Stoff fest. Das hier. Mit der Spackschraube, der Stoff festgehalten, der recht festgeklebt. Da neben waren der ASLA. Einfach, ich weiß nicht, ob man es sieht, Karosseriekleber drumherum und festgepappt. Na, dabei kennt man das so schön mit der Abdeckung und der A-Säule, die ringeschraubt wird oder ringeklipst wird, aber da war, glaube ich, an die Motor mit Schraube. Kennt man das so schön löse. Und jetzt kommt es natürlich, da guckt man mal drunter. Es hängt alles einfach wahllos drin rum. Die Heizung gar nicht angeschlossen, nix. Geht einfach ins Leere. Und die funktioniert ja noch nicht. Der Motor ist hier nicht raus, sieh nicht das. Ich muss euch das zeigen. Ich muss es. Einfach alles wahllos, ringeklemmt, ringemacht. Und irgendwann, wenn man fährt, wundern sich die Leute, wenn so ein Auto abbrennt. Da einfach mit Kabelbinder fest und da Armaturbretthalter. Einfach mit dem Winkel angeschraubt, festgebappt, dass es oben ist. Also es ist noch nicht mal fest, würde ich jetzt sagen, sondern einfach nur, dass es nur oben gehalten wird. Und da genauso auf der Seite. Alles einfach nur mit Kleber fest. Und das finde ich. Ey, das ist doch gepusht. Da kann ich jetzt sagen, was du willst. Und das Schlimme ist ja, ich lege mal die Taschenlampe so hier, dass man sieht. Wenn das Handschuhfach drin ist, das ist alles lose. Da ist nichts fest. Die Mittelkonsole da ohne, die hört einfach auf. Da ist nichts als Abschluss gemacht oder so. Da ist nichts angefangen zu machen, dass man sagt, okay, da kommt eine schöne Mittelkonsole rein oder sonst irgendwas. Gar nichts. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite, zeige euch das. Nur auf der anderen Seite. Wie gesagt, ich muss euch das jetzt immer zeigen, weil das da ist echt ein Vorführeffekt, was Push angeht. Da geht es genauso weiter. Ohne drunter. Oh, mein Finger. Alles einfach mit Kabel, um die Lenksäule mit Kabelbinder festgemacht. Um die Lenksäule. Also ich, jetzt mal ganz ehrlich, da unten läuft das Pluskabel direkt über die Lenksäule drüber. Also ich bitte euch, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Dann wahrscheinlich ist da der Originalhalter einfach abgerissen vom Armaturbrett, das da. Da ist so komisches, ich muss mal versuchen, das so zu halten. So. Da ist ein komisches Lochband. Ich habe keine Ahnung. Der Sicherungskasten. Jetzt kommt mal einmal dran. Das ist alles einfach, was das ist, keine Ahnung. Mit Kabelbinder einfach wahllos festgemacht. Natürlich weiß man jetzt auch nicht mehr, ist der Kabelbaum alles in Ordnung. Oder nicht, das muss ich jetzt alles gucken, weil es muss auf jeden Fall immer das Armaturbrett raus. Those late night sessions in my bedroom out in Brooklyn started patiently making this foundation. And over 10 years later, we're both still chasing greatness. Shameless when we're making these statements. Path was never perfect, but this purpose made it worth it. Rob barely fucking take us home. You salute to him. Forget everything you think you know. Fuck everything you think you know. And fuck what people have to say. Burn all the plans.
other people saying people wouldn't love us, but the people tell us that they couldn't live without us. That's what I call choking out the fucking doubters. Meanwhile, I'm just closing in on 20,000 fucking hours. I know myself better than I know the back of my hand. So much so, I'll never be treated like anything less than a man. And I know, I wake up, I'm ready to take on the whole world again. No matter the time or the place, goddamn, Rob Bailey, take us home. Everything you think you know. Amateurbrett habe ich jetzt draus. Zwischendurch habe ich euch die Sache in die Kamera gehalten. Das Ganze ist jetzt der Zeitraffer. Der Tacho war hinten drauf vollgestopft mit Toilettenpapier, Klopapier, Zewa, was weiß ich was immer. Hanaxi, ich muss gucken, ob ich das später beim Schneider so machen kann, dass man das dann immer jedes Mal langsam sieht. Also kein Zeitraffer, sondern ein bisschen Zeitlupe, wo man das dann sieht. Dann mit so deine Schnellklickdinger da, wo du normal am Strom hast fürs Haus. Dann ist plus der Kabelschuh vom Radio, der hat Plank einfach drin gehungen. Hanna, ich sehe alles einfach wahllos drin. Dann für die Fensterheber 1,5er Quadrat vom Schalter an 2,5er Quadrat, was quer durchs Auto läuft bis vorne hin. Also das dickste Kabel am Motor hilft nicht, damit er schneller geht, wenn am Schalter ganz dünnes ist. Und wenn es über der Zigarettenanzünder angeschlossen ist, weil der Zigarettenanzünder, da kann man ja viel Strom ziehen. Das heißt, ich weiß nicht, wie weit ich heute komme. Ich gehe jetzt hier, decke dort den Kotflügel ab, schäden mit dem Lumpe, hole dann eine ganze Armaturbrett-Kabelbaum raus, lasse ihn auf dem Motor, also im Motorraum, lasse ich eine Leier. Dann muss ich gucken mit dem Heizungskasten, ob der bleiben kann oder ob der auch irgendwie kaputt ist oder wie auch immer. Dann muss ich gucken, dass ich an dem Schlachter, wo sich der Markus Kaff hat, dass er alles Serie hat, A Himmel und A Säuleverkleidung, allem drum und dran, dass ich dort das Armaturbrett ausbaue. Dort ist ins drin, was rissig ist, aber in dem Auto war noch ein ganzes mit dabei. Und dann kann ich das Armaturbrett ausbauen, mache mal alles schön in eine Kaste, hole dann eine komplette Armaturbrett-Kabelbaum schön sauber raus.
Zur Not tue ich ihn dann noch ein bisschen zu isolieren mit der Kabelummantlung, die ich immer habe, um das alles hier, Emo-Serie, inzubauen, dass das schön sauber drin ist, mit der Heizungsschicht, mit allem drum und dran, so wie es C-Ascona Armaturbrett normalerweise sein soll, weil um das E30 jetzt wieder darin zu sitzen, da fängt man bei Null an. Was mich eiert, ist, dass innen drin sämtliche Halter einfach rausgerissen, also nicht rausgebohrt oder noch im schlechtesten Fall, was der beste wäre, einfach abgeschnitten, wo man dann hätte können, die Schweißpunkte jetzt abbohren und eine neue dort anschweße, beziehungsweise mit Inziehmutter fest machen. Nee, der ist einfach, wie wenn man mit der Zange nimmt und abreißt, also das Blech komplett verbohrt, dann alles rausgerissen. Das muss ich alles erst mal wieder richten, um dann das Original-Armaturbrett wieder darin zu kriegen. Natürlich nehme ich eigentlich komplett mit der Kamera mit, was ich mache für die Videos und so weiter. Ich weiß aber nicht, wie weit ich heute komme. Die Türe muss ich auch komplett zerlegen, um einfach den Kabelbaum vom Fensterheber, was einfach mit Boxenkabel gelegt ist, auf die Schalter hoch, runter und so weiter. Nee, das machen wir immer richtig. Da bauen wir richtiger Kabelbaum für darin mit Fensterheber. Das mache ich für den Markus, weil der hat mal neben den ganzen anderen in der letzten Zeit auch öfters geholfen oder schon länger her, wo er mal geholfen hat. Und da hocke ich mich jetzt einfach hier. Ich finde, meine Einstellung ist, egal ob ich den Markus kenne oder nicht, das Auto hat es verdient, damit man es richtig macht. Damit man das nicht nur irgendwie zusammenpusht und da steht es, es sieht sauber aus, aber Fahre ist halt scheiße. Und ja, ich meine, jetzt kann ich es verstehen, warum auf dem TÜV jeder gesagt hat, will ich nicht. Meine Meinung ist, also wenn ich als Prüfer so einen Push sehe, dann sage ich, nee. Ein Hauptpluskabel, ich glaube 50 oder 100 Quadrat, was da ohne läuft, direkt auf der Lenksäule, wo es schleift die ganze Zeit. An der Lenksäule, oben der komplette Kabelbaum, an der Lenksäule, fest mit Kabelbinde, aber nicht so, dass es fest ist, sondern alles hat gewackelt, habe ich ja gesehen. Und zum Teil blank und kreuz und quer und ich brauche Pluskabel, das tue ich mir jetzt irgendwo ziehe und mache das drin und scheiß. Einfach nur scheiße. Wenn ich mit sowas dann auf den TÜV komme, muss ich mich dann wahrscheinlich, meiner Meinung nach, nicht wundere, wenn der sagt, nö, einfach nö. Weil die Leute, die sowas machen, die kann man nicht berichtigen. Das funktioniert nicht. Das ist das Gleiche wie jetzt mit der Lady mit dem Lack. Die Leute laufen vorbei und sagen, oh, das ist aber ein schlechter Lack. Ja, das ist ein schlechter Lack. Aber ich lackiere kein Auto, wo noch nicht fertig ist, noch nicht abgenommen ist. Ich habe ja immer gesagt, mich kann jeder darauf ansprechen. Ich erkläre es gern. Jeder, der sich dann mal hingesetzt hat, mal die Sache an dem Auto hinterfragt hat, hat mir zu 100% recht gehabt, damit man das Auto erst lackiert, wenn alles fertig ist, wenn wirklich alles umgebaut ist und die Technik alles stimmt. Und bei mir kann jeder ins Auto und das Armaturbrett überall reingucken. Für mich ist es Wichtigste in erster Linie Technik, und dann der schöne Lack. Da ist natürlich, ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, der schöne Lack und dann alles irgendwie rin. Und ja, mit der Anlage weiß ich nicht. Da muss man mal gucken, wie man das dann später noch fertig macht. Der Markus hat da mehr Ahnung davon, wie ich. Ich habe noch eine Radio im Auto. Aber wie gesagt, ich hole jetzt den komplette Armaturbrettkabelbaum raus. Alles andere zeige ich euch, sobald ich das fertig habe. Habe ich so zusammengewickelt, neben hier gelegt, dass es noch im Auto leid, um später zu gucken, wo es hier geht, weil abhetzen kann ich es immer noch und irgendwo rausziehen. Jetzt kommt erstmal der Armaturbrettkabelbaum. Dann muss ich sehr wahrscheinlich, ich hoffe es nicht, wenn ich die Halter neu schwesen muss oder ein Stück von der A-Säule innen drin neu innen schwesen muss, müsse die Frontscheibe raus und die Türe und so weiter. Also ein riesen Aufwand, wirklich ein riesen Aufwand. Weil es nicht richtig gemacht wurde. Und ich bin der Meinung, im ersten Moment, also in erster Linie bin ich euch jetzt schuldig, euch nur hinter so ein Auto zu zeigen, weil gerade in YouTube und im Fernsehen und gerade mit der Amis und so weiter wird ja immer alles richtig geil gepimpt, richtig geil gemacht. Am Schluss sieht es geil aus, aber wie es hinten drauf wirklich ist, sieht nie irgendeiner und die Autos, die, ja,
Wollen wir nicht drüber reden? Es waren schon viele Diskussionen, dass ganz viele Autos, die richtig geil Show und Schein waren, irgendwann verschwinden. Wundert mich nicht. Es wundert mich echt nicht. Es wundert mich auch nicht, wenn ein Auto abbrennt. Nur dem, was wir da drin gesehen. Aber der ist jetzt bei mir. Der ist in die Sudküche gekommen und hat gefroren, noch Hilfe. Und ich helfe ihm gern. Das machen wir jetzt einfach alles emo, richtig sauber, so wie es sein soll. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe hier, pack, hole Teppich, zieh das alles raus. Dann gehen wir rein in den Innenraum. Dann zeige ich euch das und ich mache dann selber scheins noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht. Das machen wir jetzt. Wir machen Lenny Planerinnerung, weil der komplette Armaturbrettkabelbaum mit dem Auto ist ends, so wie es früher war. Nicht wie ich es kenne vom EKD. Das heißt, ich muss den Schlachter komplett zerlegen, den originale Kabelbaum vom Auto rausholen. Muss man jetzt Gedanken machen, ob man an der A-Säule eine Trennung mache, mit schönen Steckverbinder oder nicht. Weil der Kofferraum ist komplett ausgebaut, da muss ich mich mit Markus nochmal in der Halle. Aber das sehen wir gleich. Ich zeige euch jetzt mal kurz den Innenraum. So, jetzt. Nee, doch, genau. Da weiß ich nicht, was da alles gemacht wird. Ich gucke die ganze Zeit neben drauf vorbei. Das habe ich aber rausgeschnitten. Keine Ahnung, wo das hinführt. Das da ist ein Stück vom Kabelbaum. Da gehen dann die Schalter einfach dran. Das da ist, glaube ich, Original Ascona. Da ist ein Stecker. Das sieht soweit gut aus, was man retten kann. Da kann man noch ein Stück drin machen. Dann haben sie natürlich da den Lichtschalter vom BMW. Die Kabel. Ich weiß nicht, was es ist, da mit Isolierband. Ringesteckt, Klebernin gemacht. Das ist auch der Grund, warum das Licht mo gang ist und mo nicht gang ist. Anstatt hatte ich von E30 der Stecker original mir besorgt hätte auf dem Schrottplatz, hättest du abgepetzt, zusammengelötet, schön mit Schrumpfschläuch. Nee, da ist dann irgendeine Lämpsche oder so. Keine Ahnung, wo das drin war. Ich denke, im Tacho oder irgendwo drin war das. So, dann geht's weiter. Ist ja da überall alles zusammen. Da muss ich mal gucken, ob das da ist vom Tacho. Da mir bei digital bleibe. Wird der Stecker bleiben, das mache ich richtig. Die Lüsterklemme kommen raus, weil Lüsterklemme, ich halte nichts davon am Auto. Nicht auf die Art und Weise. Das sind natürliche Kabel von, ich denke, Öldruck und was ist Öldruck und Batterie, was auch gezeigt wird. Und da sieht man natürlich direkt eben die Originalkabel. Dann sind dort dicke genommen, da ist dünne genommen. Das ist dann einfach so mit Rollisterklemm zusammen. Das machen wir richtig. Das können wir noch benutzen. Das ist für den Dimmer. Das brauchen wir jetzt nicht. Und den Rest muss ich mal gucken, wie ich das nochmal, ob ich denn nochmal reparieren kann, weil ja nur die Stecker sind und mir lehnen nein hin. Oder ob ich nein nehme. Da muss ich jetzt die Woche mal gucken. Aber hier haben wir es. Hier sind ja wo die A-Säule-Verkleidung fest war, also dort die Verkleidung da unten, einfach mit Blechschreibchen. Das waren so Welle. So Blechschreibchen. Überall drin geschraubt, da sind auch überall Löcher drin. Da oben sieht man, das ganze Blech ist krumm, das kriege ich aber nochmal gerade. Da, das ist definitive Halter vom Armaturbrett, der ist ab. Der Halbmond, der war hier festgeschraubt. Damit hier das Teil für die Haut zu entriegeln, nämlich rausrutscht, weil das Plastik der Halter kaputt war. Mit der Nase da. Da auch wieder die ganze Löcher. Ob da oben ein Halter ist, seitwärts, weiß ich nicht. Ich hoffe, das Gewackel ist jetzt nicht allzu schlimm. Da, der ganze Kleber muss dann raus. Ob hier ein Halter dran war. Für Neve ist Armaturbrett seitwärts, das weiß ich nicht, da muss ich mal gucken. Dort dafür tun wir ja den anderen zerlegen. Hier oben, das sieht aus, wie wenn was gewesen wäre. Man weiß es noch nicht. Dann ist hier in der Mitte, wo es rausgerissen ist. Und dort drüber. Und die A-Säule drüber genauso.
da hängt noch der ganze Leber drin vom Amateurbrett. Und da das Geile ist, da gehe ich mal rüber, das zeige ich euch. Auf jeden Fall, hier ist der Halter abgerissen, hier ist der Halter abgerissen. Und der Obel ist bestimmt irgendwo auch einer, so wie ich Obel kenne. Wir gehen mal kurz rüber, ich zeige euch das. Das da ist die Verletung von der Fahrerseite. Ich weiß nicht, wie die fest ist. Sieht eigentlich gut aus, wenn da schöne Schreibschaft drin wäre. Kann ich jetzt noch nicht immer sagen, aber ist noch nicht immer richtig alles fest irgendwie. So, da oben, da ist über dem Steuergerät ein Holzklotz. Wie der fest ist, weiß ich nicht. Auf dem Steuergerät festgeklebt. So. Da ist ein Holzklotz auf dem Steuergerät festgeklebt, um hier die Seitenverletung festzumachen. Ja. Nee, da. Mir bringt das jetzt alles nichts weiterzumachen. Ich hoffe, dass man das alles so hinkriege, um dann wieder im Originalzustand hinzukriegen. Wir sind natürlich wieder da oben im Bumseck. Ich denke, so werde ich das auch die nächste Zeit, die nächsten Videos handhabe, dass ich hier oben euch das erkläre, zeige, mache du und drunter arbeite. Ja. Wie ich ja schon erzählt habe, ich bin der Meinung, dass das Auto das verdient hat, damit man es jetzt richtig macht, damit es auch Spaß macht, das Auto zu fahren. Weil es macht keinen Spaß, wenn alles rabbelt, das ganze Armaturbrett wackelt und Lichter, Radio, egal was Ausfall angeht, je nachdem, was für Schlagloch kommt oder was gerade gewackelt hat, das macht überhaupt keinen Spaß. Von der Sicherheit, ne? Dass so ein Auto sicher ist, auf der Straße zu fahren, bis hin zum TÜV, damit er zufrieden ist, um den Motor abzunehmen. Nee, ich habe vorhin angefangen, weil ich ja bei meinem, wie soll ich denn sagen, TÜV des Vertrauens war und habe gesagt, du, pass auf, guck mal drüber, wie sieht's denn aus? Hat er mir kleine Lichter gemacht, was generell am Auto TÜV-Beanstandung relevant wäre. Und da habe ich dann halt mal über die Sache grob drüber geguckt und habe zu Markus gesagt, komm, wir lassen den Motor innen dran und machen dann TÜV rein und dort noch bauen wir das Armaturbrett um. Aber als ich vorhin angefangen habe und mich ans Zündschloss vorzuarbeiten, dass ich das rauskriege, weil man bei laufendem Motor den Zündschlüssel abziehen kann, was ja nicht sein darf, habe ich schon Markus angerufen und habe gesagt, du, pass auf, wenn ich auf der TÜV fahre, dass der Motor innen getragen wird, nicht dort damit, nicht dort damit. Nee, das machen wir richtig, machen wir jetzt gleich. So, jetzt habe ich alles draus. Ich denke, die Tage fahre ich zu Markus, hole aus dem Schlachter Armaturbrett alles raus. Muss immer gucken, wie weit ich dann komme, mit Innenausstattung alles raushole, dass ich dann eine komplette Autokabelbaum draus habe. Weil mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich lieber das Auto da unten mit dem Serie-Kabelbaum neu rinziehe, um dann Fensterheber-Kabelbaum zu bauen, dann rinziehe. Und der Markus dann sei Anlage mir sagt, was, wo, wie, Laie soll von Cinch und so weiter. Und das anklemme. Was natürlich sehr praktisch ist für eine richtig geile Anlage, ist ein stinknormales Boxenkabel, ich sage jetzt Querschnitt 2,5 nach vorne zu leer. Dort direkt 2 Mo 2,5er anschließe, also für 2 Boxen und es drauf mache. Ich habe zwar von Anlage null Ahnung, aber mit so komischen Quetschverbinder, wo man die Kabel so zusammenzwirbelt und das oben drauf steckt. Also ich glaube nicht, dass man da guter Klang und alles aus der Anlage rauskriegt. Aber ich habe ja keine Ahnung dort davon. Ich habe aber Ahnung dort davon, wie man das Auto sauber verkabeln kann. So alte Autos, ne, wo simpel sind, wo ganz einfach sind. Dort davon habe ich Ahnung. Ihr habt das ja schon öfters gesehen. Mein Motorkabelbäume baue ich selbst um und alles andere, durch ich auch selbst baue,
anfertige und so weiter, Steckerin mache, Zentralsteckerin mache, was natürlich jetzt eine gute Möglichkeit wäre, zwischen Armaturbrett und dem Auto Zentralsteckerin zu machen. Die Frage ist jetzt nur, wo ich mir überlegen muss, ist es notwendig? Weil man muss es mal von der Seite sehen, vielleicht geht irgendeiner irgendwann mal, ich weiß nicht, ob der Markus das Auto behält, vielleicht haben wir irgendwann keinen Kontakt mehr in der Fahrt woanders dahin und derjenige will nach dem Auto was gucken, weil irgendwas nicht funktioniert und da ist was umgebaut. Was nicht gleich verständlich für jemand ist, für mich ganz logisch, für andere dann nicht. Deswegen ist es die Frage, wo ich mir stelle, mache ich den ganzen Kabelbaum raus, mache eine EMO neu oder mache ich eine Zentralsteckerin? Was ist sinnvoller für die Zukunft, für das Auto? So, der Zustand alles habe ich euch gezeigt. Die meisten sagen immer, ich rieche mich unnötig auf, weil sie alle gar bei mir immer sagen, ah, der Scheiß Lack. Mir ist es echt scheißegal. Ich fahre mit dem Auto rum, was er Scheiß lackern. Das mache ich gern. Also ich lege okay Wert drauf. Mich nervt es nur, dass die Leute alles auf den Lack reduzieren. Also wenn das Auto schlecht lackiert ist, ist das Auto scheiße. Und das ist halt das, was ich mich aufrege. Nicht, dass die Leute sagen, also das ist ein scheiß Lack. Das ist ein scheiß Lack, ist das weiß ich selber. Ja. Ich hoffe halt, dass die Leute irgendwann mal Sache wieder hinterfragen, wie es früher war in der Szene. Und nicht nur alles auf schöner Lack, schöne Felge oder Folie oder so geile Urlaub drin, dort drauf beschränke. Weil viel hinter den Autos, hinten dran steht, damit die fahrbar sind, damit sie Spaß machen und damit sie auch sicher sind. Was na ja jetzt sehe ich. Zuerst wollte ich ja keine Videos machen, aber ich kann euch das nicht vorenthalten. Kann ich nicht. Das muss jeder sehen, weil das Auto kann so schön gemacht sein, wie es will. Wenn es hinten drauf scheiße ist, ist es einfach scheiße. Und meine Meinung ist, die Kaross und so Verkabelung alles und das ganze Zeug ist, wie beim Haus, ist Fundament. Wenn ich auf Treibsand baue und dann bringt mir das beste Fundament nichts. Oder wenn ich kein gescheites Fundament habe, bringt mir die beste Fassade und das geilste Dach nichts. Ist einfach kacke. Aber das ist eine Denkweise von mir. Die Leute, die mich privat kennen, die geben mir vollkommen recht. Es ist am Anfang schwierig zu verstehen, wie ich denke, aber ich denke anders. So. Und ich schweife ab, merke ich gerade wieder. Aber ist nicht schlimm. Was ist denn, warum? Nehme ich mein Bier da. Und wenn ich dort jetzt getrunken habe, machen wir gleich fertig. Weil, jetzt stehe ich öfters mal gern auf die Leute anspreche im Video. Jetzt extra für den Holger und für den Thorsten. Es ist hier gleich gemacht. Ja, genau. Wo wir wieder beim Trinkspiel sind, für den Uli und für Sandra. Ja, genau. Ist mir aufgefallen, sage ich in letzter Zeit ein bisschen weniger. In letzter Zeit kommen auch nicht so die Videos, weil ich halt, wie ihr seht, auch am Umbauer bin und alles. Und es ist schwierig mit zunehmendem, wie soll ich denn sagen, Projekte mache und tue, was ich alles mache will, dann auch noch die Videos mache, weil ich will die Videos gut machen. Nicht einfach nur da ist ein Video hingeklatscht und fertig, sondern will euch auch das Hintertor zeigen und wie ich was mache, wie ich arbeite und so weiter. Da lege ich Wert drauf, dass man bei mir in den Videos sieht, wie geschafft wird und auch wenn Scheiße passiert, dass man das Scheiße auch sieht. So. Das war's jetzt vom Ascona. Wie das Video genannt wird, weiß ich nicht. Also Markus sei Ascona. Ich muss gucken, dass ich die Woche das Zeug hole. Weil im Prinzip ist es ein schneller Werdegang. Alles, was Müll ist, raus. Das Original zeige ich drin. Gucke, dass alles richtig fest ist, richtig verkabelt ist. Fensterheberkabelbaum gebaut. Und dann ist der Drops gelutscht. Das Problem ist jetzt natürlich, die ganze Halterung in das Auto rinzukriegen, ohne dass man eine neu lackieren müsse.
weil es kommt nämlich ein Himmel drin, kommt A, B, C Säule drin und so weiter, so dass er innen drin erst mal Serie ist. Und wenn er innen drin Serie ist, kann man anfangen, dann weiter auszubauen, wo man sagt, das Plastik ist jetzt grau, das hätte ich gern schwarz oder irgendwas anderes, ne? Musik inbauen. Das kommt aber dann alles im nächsten Video. Ich gehe jetzt noch runter, baue das Zündschloss aus, gucke, warum der Schlüssel da, warum man den abziehen kann, wenn der Motor läuft, da braucht man kein Video davon. Und ja, das war's von daher. Wenn es euch gefallen hat, es teile, like, abonniere nicht vergesse und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.